Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem Börsenausblick auf Mittwoch, den 28. Oktober. Der Tag, an dem die FED ganz klar im Fokus stehen wird, und das konnte man auch im Vorfeld schon sehen, denn am Dienstag waren die Handelsumsätze doch etwas dünner, als wir das sonst an normalen Handelstagen sehen. Der DAX leicht im Minus, aber das lag unter anderem an Schwergewichten, die das deutsche Aktienbarometer ins Minus gezogen hatten. Denn in Einzelwerten, beispielsweise in Aktien von BASF und Manster, waren nach schlechten Nachrichten durchaus ordentliche Abschläge zu sehen. Also da hat sich doch einiges getan. Ja, blicken wir auf die Termine, die am Mittwoch noch wichtig werden. Um 8 Uhr der GfK-Konsumklimaindex für den Monat November, der die Konsumneigung der privaten Haushalte wiedergibt. Insofern ein wichtiges Signal an den Finanzmärkten, und es wird ein leichter Rückgang von 9,6 auf 9,5 Zähler erwartet. Um 19 Uhr, also noch während der Börsenhandelszeit in Deutschland, werden wir dann die Ergebnisse der FED-Sitzung haben. Auf die warten wir ja alle mit großer Spannung. Es wird nicht erwartet, dass die amerikanische Notenbank tatsächlich schon an der Zinsschraube dreht, aber man erhofft sich Hinweise, wie es vielleicht im Dezember aussehen könnte oder wie es generell mit den Zinsen weitergeht. Also, das ist der wichtigste Termin der Woche, das ist ganz klar, und das könnte auch über die weitere Entwicklung in den nächsten Tagen ganz klar mitbestimmen, sowohl an den Aktien als auch an den Devisenmärkten. Quartalszahlen gibt es natürlich auch wieder, da gehen wir munter in die nächste Runde. Die Zahlen von Apple werden sicherlich ein Thema auf dem Parkett sein. Die werden zwar schon am Dienstagabend um 21.30 Uhr veröffentlicht, also nach dem offiziellen Handel in den USA. In Deutschland wird außerbörslich noch wenige Minuten gehandelt. Insofern wird man das dann umso mehr am Mittwoch diskutieren. Die große Frage, gibt es neue Rekorde? Wie blickt man auf das Weihnachtsgeschäft? Gibt es vielleicht mal konkrete Zahlen zur Apple Watch? Also die Messlatte liegt ja eigentlich immer relativ hoch. Wir sind gespannt, inwieweit die Erwartungen erfüllt werden können. Linde und VW werden ebenfalls Zahlen präsentieren. Linde, ja, hat sich zuletzt recht solide präsentiert. Man erwartet auch dementsprechend solide Zahlen. Die Aktie aktuell in etwa wieder auf dem Niveau vom Anfang des Börsenjahres. VW natürlich in den letzten Wochen massiv in den Schlagzeilen mit dem Abgasskandal. Und man ist gespannt, inwieweit hier Rückstellungen gebildet wurden, inwieweit es das Ergebnis belastet. Die meisten Analysten rechnen mit einem Ergebnis im roten Bereich.